Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einem LPT diesmal sogar, weil wir haben ja zwei Kanäle. Einmal auf KalixGG und Sunny in the Box. So sieht das nämlich aus. Ja, da Outlast jetzt quasi vorbei ist, das Mikrofon wackelt, haben wir uns entschieden, ein weiteres Horrorspiel zu spielen quasi. Mehr oder minder Tiny Brains. Heute mehr oder minder Horrorspiel, weil es ist an sich ein Puzzlespiel von 505 Games und Sparehead Games. 2013, da unten steht's, ist Ende 2013 irgendwie rausgekommen. Müssen wir testen, deswegen haben wir das sowieso hier. Und ja, wir spielen jetzt quasi zu zweit, denn wir haben das zweimal. Und wir spielen das im Koop. Koop! Und ja, jetzt müssen wir mal... aus, du Sau. Ja, wir müssen Kapitelauswahl machen, ne? Freunde, ja. So, ja. Weil wir haben es ja schon mal angetestet, haben uns dann kurz fristig entschieden, dann doch das Ganze im LPT zu machen. Mhm, so sieht's nämlich aus. So. Ich habe eine Einladung bekommen. Ich klicke sie an und nehme sie an und ich bin drinne. Du bist Horst. Nee, ich bin der Horst. Du bist Horst? Da stand der Worte auf Horst. Ich bin... So, ne, ist eh egal. Fledermaus. Wir haben es ja gerade schon gespielt, also die ersten Sachen kennen wir ein bisschen schon. So, jetzt müssen wir... Super scientist, I fear that evolution has peaked with me and that all good stuff was already invented. But how can I have doubted my outrageously boundless genius after many semi-unethical experiments? I have successfully created the ultimate species, the Tiny Brains. Four unique powers, Dax, the ultrasonic bat, Minsk, the cold fusion hamster, Ted, the mouse with quantum brain, and Stu, the hypercharged rabbit. Now, the Tiny Brains are ready for their first experiment. Ja, da haben sie es kurz noch erklärt, aber die erzählen gleich nochmal. Müssen wir noch mal kurz ruhig sein. Congratulations. You have just volunteered yourself for today's experiment. So. Was mussten wir eigentlich machen? Nichts. 7, 6. Ach so, da geht's gleich los, okay. Ja. Ihr habt es ja am Anfang gerade schon gehört, für die, die kein Englisch können, es ist so, dass jetzt 4 Tiny Brains, also 4 Labortiere irgendwie Superkräfte gekriegt haben. Wir haben jetzt 2 von denen, die wir auch jederzeit wechseln können, wie wir das hier sehen. So, jetzt gehen wir auf mal durch. Die haben verschiedene Kräfte auch, das wollte ich gerade die Kräfte an den Blöcken da zeigen. Ach so, oh, Entschuldigung. Kinder. Die haben jetzt verschiedene Kräfte. Sparehead Games Presents! Ja. Sparehead Lab Experiment, Collaboration with Sparehead, das konnte ich weiter nicht sehen. So. Okay. If you forget how to use your power, notice the screen over there. I recorded your previous performance. Now, exercise. You need to lose a few grams. Okay. Ja, alles klar. Nee, wir müssen jetzt halt immer solche Räume hier bewältigen. Normalerweise müssen wir da halt diese Dinger, die da oben sind, also solche Blöcke, die müssen wir dann in diese zugehörigen Dinger hier packen, also in das hier. Du musst einfach runterschieben. Ja, ja, mach ich auch. Wenn ich sehe nichts wegen der Schrift, die da oben so stört. Ja, doof, ne? Ja, schon ein bisschen, Alter. Und jetzt schreibt 13 Möwe guten Abend. Und mal wieder ist er in der Aufnahme drin. Geh weg. Geht nicht, wenn du nicht Minx bist. Na, doch. Aber ich will das Ding hier ranziehen. Ja, kannst du doch schieben. Ja, ja, ja. Nee, der hat nicht geschoben. Ich komm voll hier nicht klar. Okay. So. Auf jeden Fall haben die alle verschiedene Kräfte, wie wir gesehen haben. Der kann sich hier voll... Ja, der kann sich teleportieren quasi. Von den Objekten jeweils. Also mit Gegnern und Objekten kann er quasi die Positionen tauschen. Ja, und zwischendurch gibt es immer so ganz lustige Sachen hier. Ha! Ja, mehr oder minder lustige Sachen. Später ist es noch lustiger. Genau, was hat er? Achso, der Grüne kann hier so Zeug... Du lachst voll ins Dings rein. Ins was? Der spricht. Oh, Entschuldigung. Ja, der erklärte mir, das ist halt quasi noch ein Tutorial-mäßig hier. Genau, machen wir. So, hier wechseln, zack. Und 13 Möwe schreibt und schreibt und schreibt. Ah, okay. So, ist immer recht einfach. Es wird aber noch komplizierter. Also, ja, ja. Wir haben gerade schon echt nach einer halben Stunde oder so dran gesessen. Und wirklich überlegt. Ja. 100 Liter Kaffee. Hm, oh, Pilzsoße.
Wir können eine Pilzsoße essen. Nee. Doch? Doch. Pilzrahmsoße. Mhm. So. Erst. Wir rushen hier durch. Wir sind voll klug. Hast du nicht auf die Zeit geachtet? Nee, du? Nö. Ich auch nicht. Doch, rechts ist eine Zeit. Jetzt habe ich die Zeit. Schön. Mantel gecheckt. Check one, two. So. Ja, das ist halt, wie gesagt, alles noch ein bisschen einfach. So. Links erscheint dann immer noch ein bisschen die Steuerung. Und check. Aber ich glaube hiernach, also jetzt wurden quasi die Kräfte alle einmal benutzt. Ja. Von den Viechern. Und jetzt geht's, glaube ich, richtig los. Aber richtig. Also, zumindest einige schwerere Sachen. Ja, Tiny Brains. So. Jetzt geht's los hier. Ach ja, stimmt. Du musst auf den anderen Knopf drücken. Mhm. So, das war schon sehr schwer. Oh, ja, ich bin schon gestorben. Ja. Also man kann hier nicht Game Over gehen. Man sieht, oder wie man gerade gesehen hat, ist man immer wieder da. Ich bin weg. Ach da. Klar bist du da. Ne, ich war gerade hinter dem Ding. Ach so, oh. So, und das ist jetzt schon wieder... Ach so. Das Schwierige. Ich bin der Grüne. Naja, dann muss ich hier hoch kurz. Ja. So, zack. Und dann fährt hier eine Treppe aus. So, und jetzt... Okay. Wir haben es nämlich schon getestet. Das war am Anfang echt nicht einfach. Kann ich? So, drei... Nee, zähl mal runter. Drei, zwei, eins... Jawohl. Boah. So, das Ganze nochmal. Ich bin hier gefangen. Musst du höher, ja. Ja. Drei, zwei, eins. Jawohl. Hey, wir haben es voll drauf. Drei, zwei, eins. Sehr nice. So muss es laufen. Gerade hat es schon ein bisschen länger gedauert. Ja. Okay, so zack, ran. Genau. Das war... Ich bin übrigens eins und Sunny ist vier, so zur... Ach so, ja. Das müssten wir dazu sagen mal. Das sehe ich jetzt gerade. Warum bist du eigentlich vier? Ich war vorhin schon eins. Warum bist du vier? Weil ich vorhin auch schon vier war, weil dazwischen die beiden konnte man nicht auswählen. Ich konnte nur die vier sein. So, du musst hier rüber switchen. Warte, der erzählt noch. Ach so. Redest du mal rein. Ja, tut mir leid. Wahnsinn, ey. So, hast ich muss du gehört, jetzt... durch Kaffee ausgelöste Halluzinationen? Ich habe mir das vorhin schon nicht durchgelesen. Ach so. Ach so. Nee, ich muss jetzt Minx. Nee. Ach, Mäuschen, was? Pet. Pet heißt die, genau. Ist eine Frau übrigens. Ja, ist klar. Nee, wirklich. Wo willst du es wissen? Weil in der Beschreibung sie steht. Ja, die Maus. Das ist möglich, ne? Alter. Gut, das ist ein Argument, ja. Oh, geil. So, jetzt kommt hier der. Der Hamster. Ja. Der Hase. Die Fledermaus. Bei die Fledermaus stand da auch nicht sie. Natürlich. Echt? Ja. Okay. Also haben sie doch kein Geschlecht, sind alle neutrum. Du laberst immer dazwischen. Dieser Erfolg kann auch ein Fehler sein. Ja. Deine Mutter ist ein Fehler. Nee, das darf man nicht sagen. Nee, das Spiel ist ab 6, glaube ich, freigegeben. Dieser Moment der Erholung ist geschwärzt. So, und jetzt gibt's gleich hier, jetzt knallt's gleich. Jetzt ist zum Beispiel ein ganz cooles Level. Ja. Das fand ich ganz... Oh, boah, nee. Ich bin eins. So, wie hast... Fällt das von alleine an? Ja. Ja. Okay, und da ist nämlich ein Gegner. Ein Gegner? Da war gerade ein Gegner. Ach so, wir können einfach durchlaufen das hier. Das dachte ich aber auch nicht. Ach so. So. Zack. Oh. Läuft. Hui! Hui. Ja. So, jetzt kommt so ein Ballrätsel im Grunde. Was ganz geil ist. So, du nimmst, warte mal, du hast gerade wieder den genommen. Was? Du hast gerade den Grün genommen und ich nehme jetzt wieder den hier. So, jetzt müssen wir nicht ein bisschen zusammenarbeiten und die Kugel immer weiter nach oben packen. Das Ding ist, dass die Kugel nicht runterfallen darf. Na? Achso, ja. Sehr schön. Jetzt wirf mich nicht schon wieder runter, bitte. Da. Nein! Alter!
Du hast die Kugel mitgenommen. Nee, ich bin zuerst gefallen, dann kam die Kugel. Du hast auch deine Kraft da genommen. Oh, wir haben Nein, habe ich nicht. Geschafft. Wollte er gerade. Hier, guck mal, der macht auch so, wenn ich die Kraft nicht benutze. Ach so. Okay, so. Das werden wir in der Aufnahme checken. Ja, ja. Ich bin der Meinung, dass du deine Kraft benutzt hast. Okay. So, jetzt, das ist ein bisschen kniffliger hier. Okay, komm. So. Ran. Jawohl. Mhm. Weil hier sind nämlich die ganzen Barrikaden. Ah, jetzt sind wir schon dran. Die gehen nämlich weg. So. Sehr schön, sehr Alter. Nice. So muss es sein. Okay. Ich bin ein 2 Jahre alter Russe. Mhm. Ah, ja, gut. Das haben wir ein bisschen gecheatet hier irgendwie beim letzten Mal. Haben wir jetzt auch cheaten? Na, warte mal. Wie haben wir das gemacht? So hab ich's gemacht. Jetzt wechselt er. Voll verkackt. Warte mal. Mach das nochmal? Ich hab's ja beim letzten Mal so gemacht. Ich weiß, wie du das gemacht hast. Du musst, warte mal, genau. Ich bleib jetzt hier und wenn die respawnt, kann ich sie dann nehmen. So, den müssen wir einfach runter. Nein! Oh, verkackt. Oh, ich war zu spät. Warte. Verkackt. Springen. Ja, ich versuche noch was. Ja, du warst zu weit. Nee. Du hast eine geringe Reichweite. Schön, okay. Jetzt aber. So. Spring. Nein, okay. Ach, Mann, jetzt passt er mal auf hier. Beim letzten Mal habe ich es nur durch Zufall hingekriegt. Ja. Da habe ich wirklich nicht aufgepasst. Scheiße. Jetzt wird's schwieriger. Ach, Quatsch. Es wird nicht schwierig. Wie haben wir das beim letzten Mal denn geschafft, ey? Weiß ich nicht. Also, wie ist denn das regulär gedacht? Das ist die Frage. Ja, das stimmt. Ja. Hättest du doch einfach ranziehen können. Oh, ey, das ging genau rein. Scheiße. Ey. So. Das ist echt nicht einfach. Ah, warte mal, ich probier mal, ob ich mit dem Minx darüber komme vielleicht. Hm. Stimmt, wa? Das geht sogar. So, jetzt musst du es nur rauskriegen mit den Grünen. Ach so, ja, oder? Die sind doch doof, das ist ja auch nicht so schwer. Ja. Oh. Kriegt man's? Ja. So, jetzt müsstest du eigentlich theoretisch mit... Ach so. ...mit dem Hamster? Nee, mit der Maus, meine ich. Nee, mit der Maus. Ach so, wechseln. Hä? Ja, aber dann sind wir beide drüben. Also, nimm doch einfach den Grünen weg. Geh mal weg mit dem Grünen. Das geht aber nicht, die Reichweite. Das verspreche ich dir, das fällt runter. Das war doch gerade schon das Problem. Nee, das ist das Problem, weil es tiefer lag. Hallo. So, jetzt können wir wechseln. Na! Ich wollte einfach mal sterben. So? Yay! Jetzt haben wir's. Beim letzten Mal hat's genauso lang gedauert, aber. Ja. Ey, komm her. Komm her. Yay! So. Sehr gut. Zeit haben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Wir haben ja eh schon ein paar jetzt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kapitel wir sind. Kapitel 2 war ja irgendwie nicht freigeschaltet. Ne? Das konnte ich nicht anwählen. Nee, ich glaube, wir waren noch gar nicht in Kapitel 2. Okay. So. Mit dem Hamster hier. Und rüber. Ja. So. Und jetzt wird's tricky. Achso, jetzt kommt das Ding da, ja. So, willst du dich opfern oder? Oder nö, wieso opfern? Ach so, doch, jetzt können wir mit dem Grün machen, stimmt. Ja. Oh. Ja, war fast. Alter. Muss vielleicht hier stehen, ist vielleicht näher. Du hast vielleicht nicht genug Reichweite. Das kann sein, ja. Deswegen steht da wahrscheinlich auch das X. Ja. Ja, fast. Hättest du ein bisschen weiter wegstehen müssen, glaube ich. Jawohl. Okay. Komm mit. Komm mit. Komm hier. So. Und dann ein bisschen zurechtschieben, scheiße, oder mal? Ich komme nicht dazwischen. Ja. So. Ja, schieb mal zurecht, genau. Und zack. Uhu. So, jetzt müssen wir wieder ins Hohen. Ach so. Warte, ich nehme es einfach mal. Oh. Das ist ja wie gewollt hier. Es ist gewollt. Tja. Jetzt ist die Frage. Meinen die Tetris? Nee, ich glaube. Oh. Ja. Tja.
Ach so, oh, ich denke mal nicht dran. Ich weiß immer nicht, wer ich bin, ey. Weil wir die ganzen Figuren wechseln können. So, das haben wir... So gemacht? Haben wir das überhaupt schon gemacht? Ach so, doch, ja, stimmt, oder? Ach so, nee, du bist der blaue Hamster. Du musst so... Nee, du, nein. Was denn? Das hast du beim letzten Mal schon falsch gemacht. Ja, dann mach du den blauen Hamster. Dann musst du mal wechseln. Mach ich doch. Du musst das so machen, dass es gerade so... Ach so. Da hängt und dann zack rüber. Okay, okay. So. Und nun... Genau, kommt genau, die Kiste da. Mal rüber. Wie hab ich das gemacht? Mit so. Dem, genau. Nee, du musst erstmal mit dem blauen... Ach so, doch, ich muss so eine Kiste basteln. Mhm. Also so einen Eisblock, meine ich. Hä? Echt, so? Ah, ja. So, und jetzt mit dem blauen Hamster wieder rüber. Ja. So, hopp. Und dann... Genau. Jo. Haut hin! So. Nicht... So? Geopfert. Ja. Ja. Okay. Mach das Ding drin. Nee, ja, das ist zu weit. Mach ich. Ja. Nein, das passt. Ich glaube, es genau zwischen den beiden Dingern sollte es, deswegen steht es ja, da. Ja, trotzdem. Hat trotzdem hingehauen. Ja, ja, ja. Hast du Zeit? Nee, du? Ich habe keine Zeit. Ich muss gleich weg. So, jetzt kommen wir, glaube ich, da. Weiter sind wir jetzt noch nicht gewesen, meine ich. Jetzt, in der nächsten Folge, machen wir dann quasi Neuland für uns, ne? Mhm. Hashtag Neuland. und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich weiß noch nicht, welche Uhrzeit. Um 20 Uhr? Nee. Nicht ach so. Das ist die Frage, ne? Na ja, schauen wir dann mal. Müssen wir mal schauen, welche Uhrzeit das kommt. Werden wir dann auf Facebook dann, zumindest ich, veröffentlichen, beziehungsweise announcen, sagt man ja heutzutage, ne? Und ja, morgen geht's dann weiter mit Tiny Brains, Folge 2 mit neuen Rätseln. Und neuen Puzzle-Dingern hast du nicht gesehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.